Guten Morgen, ihr Lieben, und willkommen zu einem neuen mehrteiligen Vlog. Ich weiß jetzt gar nicht, wie viel Uhr wir haben. Auf jeden Fall ist die Sonne schon rausgekommen, deswegen muss ich mich beeilen, weil es wird heiß. Deswegen habe ich jetzt auch ein Käppi schon an, das haben wir unterwegs gefunden, um meinen Kopf ein bisschen vor der Hitze zu schützen. Hatte ich bis jetzt noch nie, brauchte ich auch nicht unbedingt, ja, aber ist schon nice. Leider konnte ich gestern den Rückweg von Lore de Gato zu unserem Schlafplatz hier für dich nicht mehr filmen, da es einfach zu spät wurde. Ich habe ja gestern noch ein zweites Video dort gedreht und bis ich das hochgeladen hatte und verarbeitet war und dann endlich online stellen konnte, das hat doch wieder ein bisschen gedauert und so bin ich erst abends um 20.30 Uhr konnte ich erst loslaufen, wieder hierhin, und um 21.30 Uhr wird es hier dunkel, also in La Gomera. Ja, und die Bilder wären dann auch nicht so schön geworden, so spät am Abend, da ist es ja schon recht duster und so eine gute Handykamera habe ich nicht. Deswegen habe ich es dann gelassen. Ja, auch jetzt habe ich leider nicht viel Zeit, um dir hier viel zu zeigen, weil es sonst zu heiß wird. Es ist einfach so, Noel und ich haben uns jetzt vorhin getrennt, weil Noel möchte heute auf jeden Fall schon wieder zurück nach Santiago, weil dort haben wir jede Menge Bananen und Avocados, die da die ganze Zeit am Reifen sind. Und da werden auch schon wieder einige reif sein und die möchte er gerne essen. Und ich möchte aber noch nicht zurück, da ich es einfach hier so wunderschön finde. Ja, und vor allem die Ruhe hier noch genießen möchte und auch mal einen Tag ganz allein sein möchte. Ich werde allerdings nicht hier bleiben. Ich werde schon nach Pastrana wieder zurücklaufen, dann habe ich das Stück dann schon mal geschafft. Und ja, es war auch etwas stressig heute Morgen, da ein Spanier kam und hier oben sind ja, also hier oben sind so Röhren mit Wasser drin, das hatte ich ja euch erzählt. Und der hat dann angefangen, hier die Terrassen zu fluten. Genau da, also oder ganz in der Nähe, wo wir geschlafen haben. Deswegen mussten wir dann schnell alles zusammenpacken und haben uns dann hierhin gesetzt. Ja, aber der wollte nur fluten, sonst gar nichts. Hat auch nicht gegrüßt. Ich habe mich kurz mit ihm unterhalten und danach ist er auch wieder gegangen. Ja, so wie versprochen zeige ich euch jetzt mal eben unseren Schlafplatz, wo wir heute Nacht und die erste Nacht hier verbracht haben. Also heute Nacht hat Noel hier geschlafen. Ja, das ist hier die obere Terrasse. Da oben hat es auch noch einige Terrassen. Ja, und da irgendwo ist auch eine tolle Höhle. Ja, so. Und in der ersten Nacht hat Noel hier geschlafen, hat er da seinen Schlafsack hingelegt. War auch schön, hat er gesagt. Ja. Und ich habe beide Nächte hier auf dieser Mini-Terrasse verbracht. Habe ich genau hier geschlafen. Und das fand ich wunderbar, wunderschön, schön weich, schön einigermaßen gerade, geschützt durch die kleine Mauer. Fantastischer Ausblick in den Barranco und zu den Bergen hier hoch. Ja, wunderbar. Hier ist dann auch noch eine Terrasse, eine größere. Eben die hat er geflutet. Also da hat er, denke ich, nicht geflutet, aber hier. Und hier eben, wo Noel die erste Nacht verbracht hat. Ja, da hast du das auch mal gesehen. Und der Barranco hier ist auch wunderschön. Hier siehst du das, was ich schleppe, während ich unterwegs bin. Einen vollen Rucksack mit Schlafsack, Yogamatte und noch einer Decke, Lebensmittel, Klamotten, eine Pfanne,
weil ich eigentlich vorhabe, mir noch ein paar Gofio-Fladen zu machen, aber da muss ich mal gucken, ob ich das noch hinkriege. Und wir haben auch ein bisschen Gemüse. Ich wollte eigentlich auch was kochen an einem Tag draußen hier, aber bis jetzt hat das noch nicht sein sollen. War aber auch nicht schlimm. Jo. Dann zeige ich dir das mal eben noch von hier aus, den wunderschönen Barranco. Das ist also auch gleichzeitig der Wanderweg hier. Ja, also der führt von hier unten, dann hier weiter durch den Barranco durch. Und dann geht es nachher immer höher und dann über den Berg rum. Und dann geht es nur noch oben lang, der Wanderweg, Richtung Lore de Gato. Da oben ist auch eine Ruine. Und da sind die zwei Wasserbecken. Falls ich jetzt nicht gleich wieder auf den Knopf komme, während ich dorthin kraxel, zeige ich dir die noch eben, da ich eh noch meine Wasserflaschen auffüllen möchte für den Weg nach Pastrana, dass ich genug Wasser habe, um mich zu erfrischen und vielleicht noch zu trinken. Also getrunken habe ich jetzt erstmal genug eigentlich, 1,5 Liter. Ja, wenn nicht, dann seht ihr das eben oder siehst du das dann im zweiten Teil. Okay? So, ich bin jetzt runtergekraxelt. Die Kamera läuft noch. Da bin ich jetzt runtergekraxelt. Jetzt kannst du den Barranco mal von nahem sehen. Richtig nice. Oh, ist wie so ein Abenteuerspielplatz für Erwachsene. Ich kann mir super lang laufen. Ja, hier ist ja noch ein bisschen Schatten. Da unter dieser Palme. Hier werde ich gleich noch mein Frühstück weiter einnehmen. Ich habe jetzt erstmal nur ein paar kleine Früchtchen gegessen, will noch ein bisschen mehr essen. Und danach laufe ich dann los nach Pastrana. So, ich nehme jetzt nur die 2 Liter Flasche mit. Das muss reichen, das wird auch reichen. In Pastrana hat es ja dann auch wieder einen Brunnen, da kann ich dann dort wieder neu auffüllen. So, hier hat sogar noch ein klein bisschen Wasser in einem Becken. Schön, ne? Ja. Dann gehe ich jetzt mal zu den 2 Wasserbecken und zeige dir die eben noch. Ach, das hier möchte ich dir auch noch zeigen. Ist einfach zu schön. Der Weg hier hoch. Sagenhaft, ne? Wunderschön. Da wachsen auch wieder Agaven. Hier blühen die sogar, da es hier etwas feuchter ist und etwas kühler als in Santiago. In Santiago sind die immer ganz vertrocknet oder schwarz. Ich bin übrigens wie immer barfuß. Da kann man am besten laufen und klettern. Man rutscht nicht, man hat mehr Griff, ja, und fühlt vor allem wunderbar den Untergrund. Und mit der Zeit wird man da so abgehärtet und bekommt wie eine Lederhaut unten drunter, dann machen einem die kleinen Steinchen auch nichts mehr. Genial. So, das wird sogar mit Solar betrieben. Ja. Jetzt hörst du es schon plätschern. Haben wir doch echt Glück wieder mal hier gehabt, dass wir hier auch direkt noch 2 Wasserbecken haben. Mit Trinkwasser, wa? Das Universum mal wieder hilft uns immer. Das ist mal das große Becken
Eigentlich wollte ich da drin auch baden, aber nee. Ich habe mich nicht getraut, Noel auch nicht. Da das Wasser zu weit unten ist. Da ist so eine Leiter auf der einen Seite, aber nee, nicht wirklich. Ja, und hier kommt vom oberen Becken dann Wasser raus. Fließt da rein. Das obere Becken kann ich euch nicht zeigen, weil da komme ich nicht hoch. Ja. Gut. Dann fülle ich mir jetzt mal Wasser auf. So. Ich habe mich jetzt ein bisschen erfrischt, ein bisschen gewaschen, die Beine entstaubt. Mein T-Shirt komplett nass gemacht. Das ist wunderbar gegen die Hitze, nasse Klamotten einfach anzuziehen. Dauert dann immer ein Weilchen, bis sie wieder trocken sind. Oh, dolle. Ja, egal. Und ja, die Haare habe ich mir auch ein bisschen nass gemacht. Das Käppi auch. Dann kühlt sie auch von oben her, super. Ja. Da hast du das jetzt schon mal gesehen. Ich werde jetzt schön weiter frühstücken und dann mache ich mich auf den Weg und unterwegs werde ich dir dann auch noch ein paar Ausschnitte dann zeigen, aber das siehst du dann erst im nächsten Teil. Ne? Ja, und der Weg dorthin ist auch sehr schön, von daher denke ich, hast du nicht wirklich was verpasst. Ja, dann danke ich dir wie immer fürs Zuschauen. Wenn dir der Vlog gefallen hat, dann freue ich mich wie immer über einen Daumen nach oben. Ah, Moment mal, ich muss noch mal was gucken, ob ich das wieder nah rangeholt habe. Nee, habe ich nämlich nicht. Also, nochmal. ja, wenn dir der Vlog gefallen hat, dann freue ich mich über deinen Daumen nach oben. Ansonsten, lass es dir gut gehen. Ich tue das auch. Und ja, dann sende ich dir wie immer ganz liebe Grüße, heute hier aus dem Barranco. Und sag mal, bis zum nächsten Video.